Stefanie Siegfried, du bist eine von zahlreichen Helferinnen hier an der EM in Basel. Was war für dich die Motivation, hier mitzumachen? Einerseits kann ich so das Turngeschehen live vor Ort mitverfolgen. Andererseits möchte ich am Verband, der mich wie in meiner Karriere immer unterstützt hat, auch etwas zurückgeben. Und ich hoffe, so kann ich an der EM hier einen produktiven Beitrag leisten. Wie sieht dein Einsatzgebiet an der EM aus? Kannst du uns hier einen kurzen Einblick geben? Ich bin zuständig für den Gerätwechsel. Dazu gehört zuerst das Besammeln der ganzen Gruppe, der Athleten, dass sie alle zusammen sind. Dann führen wir sie mit einem kurzen Einmarsch in die Halle. Dort stellen sie sich kurz vorstellen am Publikum. Und dann führe ich sie von Gerät zu Gerät. Dort ist es wichtig, dass man schaut, dass die Gruppe beisammen ist, dass sie nicht auseinanderschwärmen und dass alle kontrollieren, ob alle die Masken haben. Und am Schluss führen wir sie wieder aus der Halle raus. Du bist selber auch Kunstturnerin, ehemalige Amateur-Schweizermeisterin. Was bedeutet es für dich persönlich, an diesem Anlass dabei zu sein? Für mich ist es eine grosse Ehre, dass ich doch noch dabei sein darf. Ursprünglich wäre ich als Zuschauerin hier, unsere Schweizer zu unterstützen. Jetzt darf ich sie von Gerät zu Gerät führen. Und natürlich interessiert es mich auch, was sie für neue Darbietungen zu bieten haben, was für neue Elemente sie zeigen. Genau. Welche Eindrücke nimmst du von deinem Helfereinsatz mit? Sicher die spektakulären Flugshows, die ich jetzt 3 Tage lang zuschauen darf. Und auch die Eindrücke von so einem grossen Event, dass er während der Corona-Pandemie trotzdem durchgeführt werden kann. Mit all diesen Sicherheitsmassnahmen ist ganz eine spezielle Form jetzt von so einer EM. Aber ich nehme das mit positiven Erlebnissen mit heim.